Guten Morgen zusammen, ich zeige euch heute drei Übungen, wie ihr perfekt in den Tag starten könnt. So, wir starten mit einem Ausfallschritt. Ihr setzt ein Bein nach vorne, hinten die Ferse ist gelöst, nehmt die Hände an die Schläfe, versucht die Ellenbogen schön nach außen zu drehen, schiebt dann das hintere Knie tief, rotiert zum Bein, kommt wieder zur Mitte und nach oben. Davon ca. 15 Wiederholungen, gleichmäßiges Tempo und dann natürlich auch noch die andere Seite. So, da die meisten von euch eh wahrscheinlich das Bedürfnis haben, sich nach dem Aufstehen ein bisschen zu strecken, habe ich da auch eine passende Übung für euch. Und zwar stellt ihr euch ein bisschen breiter auf, sodass ihr vielleicht sogar schon ein bisschen was hier in den Adduktoren merkt. Setzt die Hände in die Hüfte und schiebt dann mit gestreckten Beinen die Hüfte so weit wie es geht nach vorne. Das Kinn lasst ihr auf der Brust. Zehenspitzen drückt ihr richtig schön fest in den Boden. Als Variante könnt ihr auch noch die Arme nach hinten nehmen, habt ihr noch eine schöne Brustkorböffnung mit dabei und das ungefähr so 3 bis 5 tiefe Atemzüge halten, auch 3-mal das Ganze. Um die Wirbelsäule dann noch ein bisschen durchzumobilisieren, würde ich euch auch noch eine Übung zeigen. Ihr geht in den Vierfüßlerstand, setzt die Hände unter den Schultern auf, die Knie unter der Hüfte und dann versucht ihr so einen richtigen Katzenbuckel zu machen, euch langsam einzurollen. Und dann langsam wieder in die Länge zu strecken. Und da könnt ihr ruhig auch den Blick mit nach vorne nehmen. Macht es schön langsam und bewusst. Versucht euch wirklich Wirbel für Wirbel langsam einzurollen und dann auch wieder zu strecken. Auch so 12 bis 15 Wiederholungen. So, das waren jetzt unsere 3 Übungen, mit denen ihr ein Stück weit aktiver in den Tag starten könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu.